Jeder kennt diese lästigen Angewohnheiten wie Nägelkauen, Pulen an den Fingern, Skinpicking, Haare ausreißen oder Wangenbeißen. Denn sie sind weit verbreitet. Fingernägelkauen zum Beispiel. Man schätzt, dass in Deutschland 20-50% der Kinder und Jugendlichen und noch jeder sechste Erwachsene an dieser lästigen Angewohnheit zu knabbern hat. Die gute Nachricht: Alles, was man sich angewöhnen kann, kann man sich in der Regel auch wieder abgewöhnen. Und in diesem Video zeigen wir, wie man das schon in kurzer Zeit schaffen kann. Mit der Entkopplungstechnik. Sie wurde von Professor Steffen Moritz und seinem Team entwickelt und setzt darauf, alte Gewohnheiten einfach zu überschreiben. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Eine Gewohnheit ist wie ein Programm, das von selbst läuft. Ganz automatisch. Wenn man es schafft, das Programm zu stören und in eine andere Richtung zu lenken, kann man die Gewohnheit ablegen, entkoppeln. Und so klappt's. Bei der Entkopplungstechnik soll man sein Verhalten zunächst nur protokollieren, ohne etwas zu verändern. Also hinschauen, was man da eigentlich genau macht. Wie beiße ich mit den Zähnen am Nagel? An welcher Stelle pule ich besonders stark? Und darauf zu achten, wann und wo man dieses Verhalten an den Tag legt. Beim Fernsehen? Beim E-Mails checken? Oder bei Langeweile? Nachdem man seine Angewohnheit beobachtet hat, ersetzt man sie durch eine neue Bewegung. Sie fängt so an wie die alte, hört aber anders auf. Nicht am Mund, sondern mit einer ruckartigen Bewegung, zum Beispiel am Ohr. Die Bewegung wird umgelenkt. Das irritiert die alte Bewegungsgewohnheit und sie kann nicht mehr automatisch ablaufen. Um eine Bewegung zu finden, die zu einem passt, sollte man ein wenig herumprobieren. Die neue Bewegung muss man üben. Am besten dreimal am Tag und dann jeweils 10-mal. Und zwar unabhängig davon, ob man den Impuls zum Nägelkauen hat oder nicht. Kleiner Tipp. Zur Erinnerung einfach den Timer auf dem Smartphone setzen. Bei vielen führt die Entkopplungstechnik schnell zu ersten Erfolgen. Dann ist es wichtig, nicht direkt aufzuhören, sondern weiterzumachen. 2 Wochen können oft schon ausreichen. Probieren Sie die Entkopplungstechnik doch einfach mal aus. Der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt. Mehr auf tk.de/entkopplung.